Hallo, ich zeige euch heute, wie ihr den Serotier-Client von der Datenfestung 360 Grad auf eurem Windows-Computer installiert. Und diese Serotier-Software nennt sich das, die stellt euch eine sichere VPN-Verbindung zu allen weiteren Diensten, die dann bereitgestellt werden, zur Verfügung. Als allererstes geht ihr auf euren Browser und tippt dort ein serotier.com. Dann geht ihr auf Download, geht auf das Windows-Symbol, klickt dort drauf. Jetzt fragt euch das System, ob eine Datei heruntergeladen werden soll. Am einfachsten ist es, wenn ihr das in eurem Download-Ordner speichert. Und dann seht ihr auch, dass es schon heruntergeladen ist. Dort jetzt einfach draufklicken, dann geht die Installation los. Wie gesagt, installieren. Dann müsst ihr kurz bestätigen, also ihr müsst Administrator auf eurem Computer sein. Wenn ihr es nicht seid, dann müsst ihr bitte euren Administrator nach dem Passwort fragen oder den Administrator bitten, euch die Software zu installieren. Und dann wird die Software auch schon installiert. Jetzt seht ihr schon in der Menüleiste, dass hier das Serotier-Symbol angegangen ist. Das ist dieses orangene Symbol mit dem Kreis. Wer auf Windows 11 ist, kann sein, dass es nicht sofort sichtbar ist. Da müsst ihr dann einmal auf dieses kleine Häkchen klicken, dass es hier oben in der, wenn es ausklappt, dann sichtbar wird. Wichtig ist hier, jetzt mit der rechten Maustaste drauf zu klicken und unbedingt zu sagen Start UI at Login, damit auch dieses immer geladen wird. Und dann klickt ihr ganz einfach auf Join New Network. Jetzt habt ihr auf eurem Datenblatt für die Datenfestung 360 eine 16-stellige ID. Die müsst ihr hier eingeben. Ich mache jetzt mal die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Und sobald ihr die komplett eingegeben habt, klickt ihr einfach auf Join. Jetzt seht ihr, wenn ihr auf das Icon hier unten klickt, nochmal, dass dieses AFDF ausgegraut ist. Ganz wichtig ist jetzt, ihr müsst diese Adresse, die hier oben steht, die müsst ihr uns zurückmelden über das Formular, das auch auf dem Datenblatt, das ihr erhalten habt, verlinkt ist. Und von dort werdet ihr dann über einen Administrator freigeschaltet. Wir sehen jetzt auch hier unten, das ist die 16-stellige ID, die ihr eingegeben habt. Die ist ausgegraut. Hier oben seht ihr schon ein Netzwerk, das bitte nicht verwenden. Das ist ein Testnetzwerk. So sieht es dann aus, wenn ihr von eurem Administrator freigeschaltet seid. Das seht ihr jetzt auch. Hier ist noch Status Access Denied. Das heißt, dieser Computer wurde noch nicht freigeschaltet. Erst wenn hier steht Connected oder Success, dann ist das Connected. Hier seht ihr noch den inaktiven, hier seht ihr noch das inaktive Konto, das dann erst eben freigeschaltet werden muss. Dazu ist der Prozess. Ich wiederhole es nochmal. Ihr nehmt diese Adresse und füllt die bitte über das Formular, das ihr auf dem Datenblatt von der Datenfestung 360 findet und schickt das an den Administrator und der schaltet euch dann frei. Ich wünsche euch viel Freude damit und viel Erfolg beim Installieren.